Geehrte Reisende, wir danken Ihnen für die Fahrt mit unseren Zügen und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Guten Tag und herzlich willkommen in Zeitz, einer sachsen-anhaltischen 28.000 Einwohnerstadt an der Weißen Elster, nicht weit entfernt von Sachsen und Thüringen, zu DDR-Zeiten bekannt für seine Kinderwagenfabrik C-Kiva und noch heute Produktionsstätte des Süßwarenherstellers Zetti. Vor allem aber ist Zeitz ein Eisenbahnknoten, weshalb wir uns hier ein wenig genauer umschauen wollen. Der erste Schienenstrang erreichte Zeitz 1859 in Form der Strecke von Weißenfels nach Gera. 1872 kam die Linie über Meuselwitz nach Altenburg hinzu, 1873 die Hauptbahn nach Leipzig, 1897 die Strecke über Osterfeld nach Camburg. Nachdem zunächst drei separate Stationen existierten, entstanden zwischen 1913 und 1915 der bis heute genutzte Personen- und der nördlich vorgelagerte Güterbahnhof. Der Niedergang der Eisenbahn in Zeitz setzte, wie vielerorts in der früheren DDR, nach der Wende ein. Zunächst erwischte es die Strecke nach Camburg, bereits seit dem Zweiten Weltkrieg nur noch eine Stichbahn, da reparationsbedingt teilweise abgebaut. Der Personenverkehr auf dem Reststück bis Osterfeld endete 1999. Ein Jahr später erfolgte die Stilllegung. Die Altenburger Bahn verlor ihre Reisezüge 2002. Der Kohleverkehr nach Meuselwitz lief 2013 aus. Zwischen Zeitz und Weißenfels pendelt die 100%ige DB-Tochter Burgenlandbahn mit winzigen Triebwagen im Stundentakt. Auf der Nord-Süd-Verbindung Leipzig-Gera ist die Erfurter Bahn ebenfalls stündlich unterwegs. DB-Fernverkehr zog sich 1999 aus Zeitz zurück. Zuletzt gab es ein Interregio-Zugpaar zwischen Gera und Wilhelmshaven. Von 2002 bis 2007 hielt in Zeitz der private Interconnex, hier aufgenommen auf der Premierenfahrt in Neustrelitz. Der Personenbahnhof Zeitz verfügt über 8 Gleise an 4 überdachten Bahnsteigen und spielt damit in einer Liga mit dem Fernbahnteil des Hamburger oder der unteren Ebene des Berliner Hauptbahnhofs. Zur Abwicklung des Reisezugverkehrs genügen indes 2 Bahnsteigkanten. In Gleis 7 halten die Erfurter Bahn zwischen Leipzig und Gera, auf Gleis 8 wenden die Weißenfelser Züge. Gleis 6 wird einmal täglich von einer taktlosen EB genutzt. Die Zugänge zu den Bahnsteigen der Gleise 1 bis 4 sind verrammelt. Das stattliche Empfangsgebäude wurde 2015 von der Stadt erworben. Bei meinem Besuch im Oktober 2018 liefen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren. Die Zeitzer Bahnanlagen haben sich seit ihrer Öffnung nur wenig gewandelt. 5 über 100 Jahre alte mechanische Stellwerke regeln wie eh und je den Betrieb. 2 auf dem Personen-, 2 auf dem Güterbahnhof und 1 auf der Abzweigstelle Zangenberg. Und nun lassen Sie diese Bilder vom Bahnhof Zeitz einfach ein wenig auf sich wirken.
Zum Schluss sei noch einmal die Linie nach Altenburg gewürdigt. Nach dem Aus für den Personenverkehr und die Meuselwitzer Kohlependel ruhte ihre Daseinsberechtigung auf dem Chemie- und Industriepark in Tröglitz. Neben der 1872 eröffneten Personenzugstrecke existierte seit 1913 eine Verbindung zum Güterbahnhof, die 2005 aufgrund von Brückenmängeln gesperrt und 2009 stillgelegt wurde. Die Kohlezüge zwischen Profen und Meuselwitz mussten fortan im Personenbahnhof Kopf machen. Beim Hochwasser im Juni 2013 trug die Elster-Flutbrücke der Personenzugstrecke schwere Schäden davon. Um die Bedienung des Industrieparks aufrechtzuerhalten, wurde die stillgelegte Strecke Tröglitz-Meuselwitz-Altenburg binnen 3 Wochen notdürftig instand gesetzt. Doch so schnell das tote Gleis wieder nutzbar gemacht war, so zäh zieht sich der Wiederaufbau der Brücke. Nach jahrelangem planrechtlichen Hin und Her ist die Fertigstellung für das Jahr 2020 vorgesehen. Das war er, unser Besuch in Zeitz. Falls Sie mal nichts zu tun haben, schauen Sie doch einfach mal vorbei. Es gibt viel zu entdecken, nicht nur am Bahnhof.